Warum bist du auch lieber gestorben, anstatt da durchzugehen beim ersten Mal? Mein Gott. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Was ist das? Für den weiteren Fortschritt ist das verstärkte Messer erforderlich. Ach so, okay. Keine Ahnung, was das heißt, aber anscheinend komme ich da jetzt noch nicht durch. Na, scheiße. Ja, das habe ich jetzt zu spät gesehen. Aber ich bin nicht gestorben. Haha. Hihi. Ich feiere das immer noch so dermaßen, wie das von der Optik aussieht. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Oh, wow. Wow. Das ist nicht gut. Nee. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt gerade gehört habt, aber das war bei mir im Kopfhörer gerade mega krass. Geht das nochmal runter? Kann ich da so raufspringen? Okay. Nein, wieso macht ihr nichts? Oh, nicht dein Ernst jetzt. Ich Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Was ist denn? Wow. Na, wenn ich darüber springe, das ist nicht gut. Bringt mir das wahrscheinlich Lara, nichts. Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Das Ding ist so schnell weg. Und wie willst du jetzt zur Spitze kommen, wenn du zu blöd bist, dich daran festzuhalten, Mädel? Okay, ich habe nicht unendlich viele Pfeile, habe ich gerade gesehen. Also ich kann wohl wirklich nur da treffen, wo es dann auch wirklich rot ist. Da macht es dann auch nur Sinn. Das Problem bei der Sache ist nur, da oben ist noch einer, aber den kann ich auch nicht benutzen. Und jetzt wieder zurückgehen ist natürlich auch totaler Schwachsinn. Wenn ich jetzt zurückgehen würde, wird der eine allerdings wieder runterkommen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber so schnell kommt die da nicht hin. Ich kann bei beiden, glaube ich, mich nicht festhalten. Ich kann mich auch nicht abseilen oder so. Ja, also ich schätze mal, das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist nochmal versuchen, dagegen zu springen. Aber... Nee, oder? Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott. Gibt's hier oben denn noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten oder so?
Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Irgendwas mit Bergungsgut stand da auf jeden Fall jetzt gerade. Also ich finde es alles noch immer. Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. Ja, von unten wäre ich jetzt wahrscheinlich besser gesprungen, ich weiß. Ich will auch gar nicht von hier oben da drauf springen, obwohl man könnte. Ach, man kann sogar von hier oben drauf springen. Ha! Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt auf die andere Seite komme. Kann ich mich da irgendwie entlang kraxeln oder so? Mal gucken. Ja, ich gehe noch mal nach oben. Vielleicht springe ich da auch falsch drauf oder so. Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Moment, beschweren? Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Da ist wahrscheinlich nichts, was man sich jetzt... Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. ...angucken kann oder so, ne? Oh, doch. Ist das? Golderz für Händler, okay. Ich habe da unten jetzt aber gerade beim, keine Ahnung, fünfmaligen Durchlaufen, habe ich jetzt gerade gesehen, dass ich darauf schießen kann, glaube ich, oder? Moment. Ah, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Kann das sein? Wenn ich schon... Ah, ja. Ja, ja, ja. Oh, ich bin so blöd. Lauf bloß nicht. Ach, ich muss auf die andere... Oh, ja dann. Oh. Hallo. Nein! Bist du doof? Du sollst nach oben springen, du selten dämliche Kuh. Nicht dein Ernst jetzt. Jetzt spring bloß nach oben. Oh, hallo? Au! Geht's noch? Ich denke mal, ich muss dahin. Ja. Okay. Gut, dass ich davon keine Rätsel machen muss. Oh, was ist das? Bericht der Nachhut. Ein Bericht über eine seltsame Begebenheit. Okay. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier überall mal richtig durchzuschauen. Wenn Sie neben einem Pfahl stehen, schießen Sie einen Seilpfeil auf eine entfernte Spule. Ah, okay. Und wo ist die entfernte Spule? Ah, okay. Und nun? Ist ja schon ein wirklich toller Ausblick hier, ne? Wollte ich jetzt nur noch mal gesagt haben. Was ist das? Wandgemälde. Untersuchen Sie Wandgemälde, um die alten Dialekte zu verbessern. Okay. Ja, ich fühle mich jetzt nicht, als ob sich mein Dialekt verbessert hat, aber... Oh, das sieht so nach Falle aus. Okay. Was ist das? Ich
fürchte, das ist jetzt eine schnelle Sequenz. Nee, doch nicht. Die Glockenplattform hängt fest. Ja, aber wenigstens sehe ich jetzt ausnahmsweise mal was, wo ich hochklettern kann. Guten Tag, seid ihr schon länger hier? Was höre ich? Ja. Okay, das habe ich jetzt nicht wegbekommen. Warum habe ich das nicht wegbekommen? Und da hinten ist was verbunden. Muss ich das vielleicht... Ne, das geht auch nicht. Okay. Dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir jetzt hier irgendwo... Ach! Ja, ich denke, das muss irgendwie runterrollen, damit die Plattform da wegkommt. Kann man das... Ja, das kann man. Moment. Okay, grundsätzlich sieht das schon mal gut aus. Kann man das drehen? Und dann so steht es direkt davor. Ah, okay. Ja, das hat mir jetzt nicht allzu viel gebracht. Ja. Oh, was ist das? Was bist du? Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Ja. Und warum willst du nicht? Weil der sonst umkippen würde, oder was? Okay, dann... Oder bin ich einfach nur zu blöd hinzudrücken? Nee. Ja, ist ja alles schön und gut, wenn er umkippt. Kann ich wahrscheinlich... Doch, kann ich? Okay, das bringt mir allerdings nichts. Ich könnte... Ist da jetzt auch so eine Kurbel drin? Moment. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich das jetzt miteinander verbinde. Aber der kippt doch nicht um, der wird doch einfach nur in meine Richtung gedreht. Ich meine, was soll der Blödsinn? Wieso macht die das dann nicht? Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Das ist mir egal, mach es einfach. Ich kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen. Moment. Ich kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen. Also müsste ich jetzt doch... das abmachen und das dann so machen, wie ich das am Anfang hatte, oder wie? Ach, das Ding dreht sich. Oh, das soll mal einer kapieren. Okay. Ist das jetzt zu viel? Wahrscheinlich. Na. So, versuchen wir es nochmal. Man hier... Muss man das perfekt haben? Nee, okay. So, und abschneiden. Los! Juhu. Komme ich da jetzt auch wieder drauf? Moment.
Achso, da hinten ist die, okay. Gehe ich da lieber von hier aus, oder? Ha! Yeah! Boah, okay. Sollte man eigentlich mit rechnen, wenn die da vorher auch schon alle kaputt runtergegangen sind. Kann ich hier durch? Nee, wieder so ein unlösbares Rätsel. Ich hasse es. Bringt jetzt auch nichts, wenn ich da jetzt irgendwie hochkletter. Ich könnte theoretisch da runterspringen. Die Frage ist, bringt mir das jetzt was? Anscheinend nicht. Danke. Moment. Kann ich da klettern? Kann ich nicht, oder? An dieser Wand. Oh, was war das? Na, also da kann ich nicht klettern. Lass mich da durch. Aber wieso stirbt die denn, wenn ich da unten drauf gehe? Und wieso klettert die nicht da hoch? Ich dachte, vielleicht kann sie jetzt da irgendwie hoch. Ah, sie kann hoch. Okay. Sie war nur so zu doof, sich festzuhalten. Mir wäre aber eigentlich wohler, wenn ich wüsste, wo ich eigentlich hin muss. Jetzt kacke ich ab, wetten. Ach, abseilen. Ah, okay. Hallo. Ich möchte mich abseilen. Hallo. Hallo. Hört ihr das? Ich drücke die Tasten. Wieso darf ich mich nicht abseilen? Ach so. Oh, nee. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen.